Legends may sleep, but they never die. Always stretching the boundaries. Here comes the man. The Rodos, the best blender artist the world has ever known. Welcome to the Rodos Entertainment. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hiermit eröffne ich offiziell die öffentliche Beta-Phase. Das bedeutet, ihr könnt ab sofort mitspielen und euch das Spiel auch runterladen. Wohlgemerkt, es ist noch eine Beta-Version. Das bedeutet, es sind natürlich noch Fehler drin. Das Spiel ist noch nicht perfekt, ist noch nicht ganz fertig. Aber Beta bedeutet auch, dass ihr es jetzt alle mal testen könnt und gerne auch in den Videokommentaren euer Feedback dazu geben könnt. Ja, bisher waren wir in der geschlossenen Beta-Phase. Dort, du bist jetzt in den Maschinen und Angriffshallen des Schiffes. Wir haben die Tür hinter dir verschlossen, damit keine Giftstoffe zu uns durchdringen können. Dort haben wir verschiedene Verbesserungspotenziale aufgedeckt, was die Performance angeht. Ich habe zum Beispiel alle Objekte, auch diese Kiste hier, jedes einzelne Objekt nochmal neu angepasst, die Kollisionsabfragen geändert, um hier eine gute Performance hinzubekommen, damit ihr das auch auf Rechnern, die nicht ganz so toll sind, einigermaßen noch spielen könnt. Tür öffnet. Weiterhin habe ich sämtliche Sounds durch die Sprecher nochmal neu aufnehmen lassen, damit sich das auch einigermaßen gut anhört. All das ist in der geschlossenen Beta-Phase passiert. Du musst mindestens 10 Plasmafusionszellen mitbringen, damit wir von hier verschwinden können. Genau. Hier ist eine solche Plasmafusionszelle. Die standen ja bisher auf dem Fußboden rum. Jetzt stecken die in diesem wunderschönen Plasmakonverter. Auch die Effekte sind ein bisschen überarbeitet. Wenn ich jetzt was nehme, verschwindet das nicht einfach nur, sondern es fliegt zur Spielfigur. Super Sache. Gefällt mir besonders dieser Effekt. Wir laufen einfach mal so ein bisschen durch. Die Sache ist, ihr könnt euch natürlich jetzt auch das Spiel direkt schon mal parallel runterladen. Ansonsten bleibt einfach noch ein bisschen beim Video hier dabei. Die Frage ist auch aufgekommen, warum mache ich dieses Spiel überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich dann auch mal versucht, mir zu beantworten, weil sie gestellt wurde. Da hatte ich mir vorher gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Ich hatte halt angefangen mit dem Spiel, weil es mich halt interessiert hat. Ich möchte hier auch mal für mich sehen, wie weit komme ich persönlich mit der Blender Game Engine. Wozu ist die Blender Game Engine überhaupt in der Lage? Und ich glaube, hier kann man sehr eindrucksvoll sehen, dass die Blender Game Engine durchaus ganz tolle Sachen hinbekommt. Oder dass man mit der Blender Game Engine tolle Sachen hinbekommt. Viele denken ja immer, ach, Blender, das hat ja dann auch irgendwo seine Grenzen und alles, was da drüber geht, da braucht man dann schon eher sowas wie die Unity Engine. Und hier kann man ganz gut sehen, glaube ich, dass das eigentlich Quatsch ist. Die Unity Engine, die ist leistungsfähiger, ganz bestimmt, keine Frage. Aber ich habe auch schon viele Sachen in der Unity Engine gesehen, die sahen wesentlich schlechter aus als das hier. Und daran sieht man, es kommt eben nicht nur auf die Engine an, sondern auch auf die Ideen, die man hat und was man daraus macht. Hier diese Tonbänder, da ist jetzt auch ein Text drauf. Seit die auf dem Asteroiden dieses versteinerte Gerät freigesprengt haben und es an Bord ist, fühle ich mich nicht mehr wohl. Mir ist so, als sei etwas anderes mitgekommen. Jawohl, auch das extra alles nochmal aufgesprochen für die öffentliche Beta-Phase. Ich habe in der geschlossenen Beta-Phase sehr viel inhaltliches Feedback auch bekommen, wie zum Beispiel, was man an der Umgebung hier noch verändern sollte, wo die Soundeffekte noch nicht ganz stimmig sind, wo es Lags in der Performance gab. Da habe ich ganz viel dran gearbeitet, alleine gestern nochmal 12 Stunden rein investiert beim Feiertag und bei dem Wetter, zumindest was hier in Nordrhein-Westfalen ist, bot sich das ja an. Und ja, das ist jetzt die Version, die ihr alle gemeinsam testen könnt. Ich denke, ich nehme gar nicht mehr vorweg. Ihr könnt es euch selber anschauen, ladet euch das Spiel runter, probiert es einfach mal aus und schreibt unten gerne in die Videokommentare, wie es gelaufen ist. Was ich weiß ist, dass Blender nun mal so gestrickt ist, die Game Engine. Ab und zu hakt es ein bisschen, weil Blender nachladen muss, die fehlenden Levelteile. Das werde ich in einer der kommenden Versionen noch beheben, dass diese Mini-Ruckler dann weniger werden. Aber alles in allem ist die Performance, glaube ich, schon völlig ausreichend.
Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, gebt ein Feedback und ansonsten sehen wir uns demnächst bei den Tutorials. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich hiermit angefangen habe. Es kamen ganz viele Fragen zu, wie mache ich denn ein Spiel aus der Ego-Perspektive? Und um diese Fragen seriös in einem Tutorial beantworten zu können, muss ich natürlich einige Erfahrungswerte haben. Und das könnt ihr mir glauben, die habe ich mit dem Spiel hier gesammelt. Und demnach könnt ihr euch auch auf ein paar Tutorials freuen. Den Anfang haben wir ja schon gemacht, wie man solche Tunnel hier baut. Die Tutorials sind schon online. Und da wird noch wesentlich mehr folgen. Zum Beispiel, wie man so einen Schalter hier macht oder wie die Schrift dann erscheint. Tür öffnet. Auch Sachen wie, kriegt man die Performance besser und so weiter. Also, wir sehen uns in den folgenden Videos. Bis dann, macht's gut. The best blender artist the world has ever known. LaRoto's Entertainment.